Herzlich willkommen zurück zu Episode 4 von The Walking Dead. Inmitten der Ruinen. Ja, ihr wisst vielleicht noch, in der letzten Folge haben wir da hinten einen pubertären Jugendlichen gefunden. Der hat eine ganze Tasche voll Medikamente gehabt. Aber ihr wisst, ich stehle nicht. Und das war wahrscheinlich dumm im Nachhinein betrachtet. Aber ja, der hat gesagt, er hat eine kranke Schwester. Und dann hat er so eine Schiene. Aber ich dachte erst, es wäre ein Pistolenhalfter. Nein, der hat so eine Schiene am Bein gehabt. Und es kann auch sein, dass er die Medis selber braucht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe sie nicht genommen. Und ich hoffe, dass sich das später nicht rächt. Das wäre schön, ausnahmsweise mal. Wenn ihr mal nicht gerecht wird. So, und jetzt, Sarah, hör mal auf zu kackeln hier. Steh doch mal auf jetzt, komm. Hey, Sarah. You know, Rebecca's starting. They were going to leave me, weren't they? Das kann ich dir nicht sagen. Luke versuchte dich zu retten. Of course not. Luke tried really hard ja, to get der hat you sich come den Arsch aufgerissen. How come you didn't leave me? Weil wir einen kleinen Fingerschwur haben. Wir sind Freunde. Ich habe nur danach gedacht, hättest du gewollt? Nein, wir sind Freunde. Because we're friends. No. Doch. We're not. Wir haben einen He Schwur. Just want my dad. Ja, ich I weiß. Know. Ich weiß. When he gets here, we should all go back to the cabin. We're safe there. Nein, kommt nicht, Sarah. Sarah, your dad. Der ist tot. You know he isn't coming, right? Sarah? Hey, I think that's all she can take for now. She'll be all right. Ich weiß, aber die muss das begreifen. Das hat keinen Wert. Das ist alles verdammt viel für die, oder? Da verhätschelt bis. Also das darf man auch ihrem Papa zuschreiben. Der hat die verhätschelt bis zu. Deswegen ist sie jetzt so ein Häufchen Elend hier. Hey, Sarah. So, komm. Komm, jetzt steh auch. Komm mit mir. Da kannst du ein bisschen was tun, statt hier rumzusitzen und zu brüten. Oder die können vielleicht ein Baby ausbrüten. Keine Ahnung, was die da brütet. So, und da habe ich schon geguckt, ihr wisst vielleicht noch. Jetzt gehen wir mal da rüber. Kommt aber hierher, Kleb, komm. So, hier kann man auch noch gucken. Betrachte Schild. Muss wohl die Schildwache sein. Was stand da? Founded 1907 irgendwas. 70, glaube ich. Packe an, der Royal Museum. So, und was gibt's hier noch? Was? Da war doch Kenny noch, oder? Hier stand doch Kenny vorher. Da wollte ich jetzt noch stehen. Oh, warum ruckelst du so rum, Clem? Was ist mit dir los? Hast du Schiss? Wo sitzt du denn jetzt hin? Oh, guck dir mal die an, wie die leiden. Warum leibst du so komisch, Clem? Was ist los mit dir? Hast du Schiss? Oh, jetzt schämt sie sich. Jetzt sind die weg. Okay, dann muss ich da hin. Kannst ein bisschen beeilen. Hier, komm. Na, sie will nicht rennen, sie mag nicht, sie ist müde. Ihr merkt's. So, also, komm. Kommst du nicht mit, Sarah? Was ist los? Kann die doch da nicht hocken lassen. Die da alleine lassen. Hier liegen die Toten auf den Gräbern, nicht in den Gräbern. Hey, Clem. Hi, bye. I thought you went with Jane. Ja, war ich auch. She didn't take off, did she? Noch ist sie bei uns. Ich vertraue ihr. Ja, genau, haben wir. Das ist wohl das Wichtigste. We found a place for Rebecca to have the baby. An observation deck with a gift shop. It's way up high and pretty safe from the wind. Ja. Oh, that's great. Und zwar noch abgeschlossen. Just give me like 10 more minutes to search around. He doesn't want to go back empty-handed. Was, habt ihr noch gar nichts gemacht? I just want to help. Steht ihr hier nur rum oder was ist mit euch? Keep one eye on the woods while we're in here. I don't want nothing sneaking up on us. I watch this side, you watch the other. Deal. So, gibt's hier was? Nein, Wasser. You think maybe they say that stuff about water and blankets just to get people out of the way? Nein. Oh, you don't know what the hell you're talking about. And you didn't have to come with me. No, I wanted to. Never mind. Was gibt's hier sonst noch? Da hinten vielleicht. Kommt aber hier, Kleb. Komm, kannst du da hin? Ja, da ist nämlich noch was. There have sure been some animals through here. Watch where you step. Ja, Raben. Die war draußen, hat's Raben. Die warten auf uns. Ah, ja, was ist das hier? Souvenirs, huh?
Looking for a keychain with your name on? Ah, spinne drum. Why would I want a keychain? I don't even have any keys. Ja, für was auch. Good point. Du bist aber auch, also. Das ist eine Leuchte hier, die Bonnie, oder? So, kann man damit ein bisschen rumballern? Ich wollte ja ein bisschen kanonisch hier. Oh, der Gatling! Habt ihr gesehen? Da ist eine Gatling Gun. Jane said these don't work anymore. Ja, weil sie zu zementiert sind. They're just for show. Be handy, though. Also really loud. Und was ist mit der Gatling? Hey, was ist mit der Gatling? Da, die wollte ich. Das wäre ein geiles Teil hier. 1862 wurde die Gatling Gun entwickelt. Sie feuert Patronen im Kaliber 58 ab. Ihre Reichweite beträgt 1100 Meter bei einer Feuerrate von 200 Schuss pro Minute. Los, töten wir sie. Alles klar? Sicher doch. Jetzt gibt's Fruchtsalat. Ready? Bereit? In jedem der Magazine befinden sich 40 Schuss und der Wechsel nimmt kaum Zeit in Anspruch. Das Ganze geht so locker von der Hand, dass man erst beim Anblick des Ergebnisses begreift, dass dies keine Drehorgel ist. Da machen wir das auch Arena und deine Zombies mehr. Das wäre auch was, das. Was ist das? Am Mantel, cool. Hey, look at this, an old coat. Das ist nice. Cool. Good find, Clem. Ja, schön warm. Wie sweet. Könnt ihr Rebecca geben? Wir können ihn als Dicky benutzen. Kenny said we need blankets. It's not really a aber blanket, warm ist der. But it should do the trick. Good call. I guess you've already got that old coat I gave you. Ja, hab ja nichts anderes. I feel so bad about everything that happened. Das hilft auch keinem. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I'm blaming you. Bist nur eine von uns. Du hast den Willen gut zu machen. Letztendlich hast du gemerkt, dass Carver böse war. You finally opened your eyes about Carver and what a bad person he was. That's something. Yeah. Ja, ist ein Anfang. Aber eine Leuchte ist das auch nicht, die Body, oder? Ihr merkt das. That's great, but isn't Gray the, you know, ja, ich weiß schon. We can't put Rebecca in a Confederate coat. Oh, I didn't even think about that. Also dich stecken wir da nicht rein. Habt ihr schon verstanden, Mike? So, also, ich hab... Oh, jetzt ist da was drin. Ich hab da auch eine Maus im Inventar, ihr habt's gesehen. So, zeig mal, was ist denn in dem Schaukasten drin? Any luck? No. Not so much. We would have loved unless this you want ja, glass. Stimmt. Ach, das dachte ich. Clem, das dachte ich jetzt auch. Gott, der wäre hier. Der wäre hier. Also ich finde das ja übrigens auch cool. Ihr merkt das. Vielleicht bin ich ja sehr geschichtsinteressiert. Und ja, ich könnte euch da vielleicht auch ein bisschen erzählen drüber. You, I sure don't like being near a graveyard with the world the way it is now. Ja, wer will where das? You're in a graveyard all the time. Genau. Yeah, true enough. Und wir sind die Leiche, die da rein soll in den Friedhof, in die Gräber. Ihr merkt's. So, gibt's denn hier nichts mehr? Mit ihr kann ich auch noch reden. Do you see anything good? Not so far, but let's give the place a good going over. Ja, mach ich doch. Ja, 1863. Bürgerkrieg. Es ist übrigens auch so ein Gerücht, dass der Bürgerkrieg vor allem um die Sklavenbefreiung ging. Das ist auch so blödes Geschwätz. Oder? Da gab es ganz andere Gründe. Aber das würde jetzt hier zu weit führen, wie soll ich sagen, euch das zu erklären. Dafür habe ich einfach nicht genug Zeit. Ihr könnt es ja nachlesen. Kann man überall nachlesen, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Und ich will die einen von euch auch nicht langweilen. Weil es gibt ja Leute, die interessieren sich scheiß für sowas. Ah, da kann ich im Kartenschalter. Und da ist auch noch was. Genau, gib mir doch das da mal. Guck mir da mal rein. Ja, ist da was drin? Da? Nothing but junk in there. Trust me. Ich will aber trotzdem mal reinfummeln hier. Aha, jetzt kann ich nämlich hier was machen. Und da hier, da geht aber leider nichts. Was ist das? Fire. Ach so, hier gibt's eine. Da komme ich wahrscheinlich nicht rein. Ja, dachte ich mir. Okay, dann geht's jetzt hier rein. Komm gleich.
Aufmachen, genau. Aber mit ein bisschen Schmackes, das kannst du doch, weißt du doch. Hast doch den Lee da reingezirkelt da, weißt du doch. Was ist das? Was ist das? Water, bottled and clean. That's just what we need. Ja, perfekt. Perfekt. It's locked. You want to kick it down? That'd make an awful lot of noise. Yeah, maybe. You know, if somebody was small enough, they could maybe squeeze through that gap there. Hier. I could try to pry Versuch it open some more. Die Tür. I don't know if that'll help much. All right. Ich kann das. I'll go. Thanks, Clem. Just open the door from the other side. Mike will carry those things out. Might be a bit heavy for you. Ja. Tragen könnt ihr es. Ich hol's euch raus. Könnt auch was machen. Muss ihr denn immer alles alleine machen? Ja, I'm super. Okay. Scheiße. Maybe I push from... Fuck! Nein! Hau ab, du Pester! Sonst reiß ich dir den Arm ab! Genau. Ja, das hättest du gleich machen können, Mike. So, reiß ihn den Schädel ab. Töte es. Ja, töte es. Komm, hau raus. So. Verdammt doch, aber bin ich jetzt erschrocken. That happened. Danke, Mike. Bin ich so klein, wie ich es mal war. Du hättest nicht. Jesus, Mary and Joseph. You shouldn't have asked me to do that. She didn't know there was a walker in there. Ich hab's ja angeboten. Yeah. Aber ich wusste nicht, dass da einer drin ist. Sorry, I should have been more careful. Ja, verdammt. Ich hätte draufgehen können. At least now we got something to bring back. Ja, super. I'll keep checking the other room. Scheißspruch, Mike. Kannst den Scheiß alleine schleppen. Und Bonnie? Ja, super. Jetzt lasst ihr die Kleine den Scheiß. Also ihr seid ja wie die Letzten hier. Echt, das kriegt doch nie hoch. Komm, was soll das? Hey, I got this. Ja, würde ich also auch. Oh, du bist aber kräftig, Kerl. Also das wäre ja auch die Härte, oder? Da rennt sie da. Wiesel. That looks pretty heavy. Ja. That's all right. Wo ist Bonnie jetzt? I know it looks like a lot, but we could all go through this pretty quick. Ja, das glaube ich. Du hast recht. Wir werden uns dann überlegen, was meinst du? What do you mean? Nothing. Ja, für so viele Leute reicht das nicht lang. That baby's gonna be hard on everyone, especially Rebecca. And between you and me, she's not looking too good. Hey, guys. Könnt's mal helfen hier? Verdammt. Stay close. Hey. 18, 61 bis 85. Ah, ein Waschbär. Just walked on in like it owned the place. Figure it'd make a nice meal. Vielleicht gibt er auch eine Mahlzeit ab. Genau. Shit out of that raccoon. Waschbär. Not like, I mean, lecker just that I'd be really happy to eat that raccoon. I'm starving. Ja. Fresh meat would go a long way with Rebecca. Oh, ja. Komm doch mal hier, Bärchen. Nein! Bleib hier, Bärchen. Wo ist er denn jetzt? Doch Where suche is it? Versteck. I think it went over there. Komm doch mal hier, mein Bärchen. Komm. There he is. Ja, komm He's her. Coming your way. Block him. Komm her, ich hab Hunger. Komm hier. Komm. Oh. Ah, schnapp ihn. Nein. Dang it. Nein. Der tut mir ja leid, aber... Not with the walkers out there. Ja. Oh, jetzt habt ihr auch noch Junge. Och, zum Glück hast du nicht geschossen. I'm even hungrier than I was before. Oh, aber das ist... How'd I get to a place where I'm sad I'm not eating raccoon? Well, I'm sort of glad it got away. It had a family. Yeah, me too. Come on, let's just get this back to Rebecca and the others. We don't have much time to waste. Ich dachte schon beim Jagen, aber was sollen wir machen? Ich kann nicht immer hier den Gutmenschen geben und dafür geht die Gruppe kaputt. You're telling me your arms ain't tired? Das geht nope. irgendwie auch nicht. I can do this all day. Oh, jetzt brüllt die hier shit, alles zusammen. Shit. Oh Gott! Breathe like I told you. Okay. Ja, wusste ich. Jetzt kommen die. Das war mir klar, wie die hier rumschreien. Oh, no. oh. Wir müssen da hoch, komm! Walkers. How did they get that close without anyone seeing them? That was Luke. Kenny, we've got to do something. You just keep that baby safe. Oh, jetzt geht er hier Kenny, we can't stay here.
Ja, Clementine, where's the place you and Jane found? I'll show you. So, komm, nimm die Schnalle und dann gehen wir. So, weit hilf, Kelly. Weit das Wasser, genau. So das Wasser, vergesst das Wasser nicht. Muss ich denn hier alles alleine machen? Verdammt noch einmal. Und du? Sarah, let's go. Hau ab, Sarah. Geh weg da. So. Ich glaube, der sucht den Tod, der Kelly, oder? Der riskiert das ja. Der provoziert das ja regelrecht. Komm, Kelly! Wenn du so beschützt, ist nicht gut. Nicht gut! Komm, Kelly! Der provoziert das ja. Also, habt ihr mehr? Ich glaube, der sucht den Tod regelrecht. Jetzt komm! Komm, Kelly! Okay, gut. Ich dachte schon. Der sucht das ja regelrecht. Ah, hallo ab, du Stinker. Hast nichts Besseres zu tun. Genau, mach ihn alle. Habt ihr Mike jetzt das Wasser? Sag mal, habt ihr kein Zuhause, ihr Stinker? Haut doch mal ab. Was soll denn das hier? Hier wohnen wir. Das ist about as human as I've felt in a long time. I almost forgot what... Clementine! Jesus, oh, jetzt schmusen die hier rum, oder was wird das? Was kriegt ihr das vor? Well, I mean... In here. Oh, let's get you comfortable. Der geht die gerade an. Habt ihr nichts zu tun hier? What the fuck are you two doing up here? Kenny, ja, what's going on? Auch wissen. We got God knows how many walkers out there, which you were supposed to be keeping an eye out for. Hey, hold on a second. Just tell me what's ja, going on. Ja, nicht verwarf mal. What's going on is you're a reckless mal fucking... Mal den Arsch hoch. Look, Luke, halt shut up! Back. I didn't... Blöder Schwätzer. Lässt uns hier draufgehen. Nur weil du hier rumschäkern willst. They're coming up the stairs. Hättest du abends machen können, da stört das keine. Get out there and keep the walkers off us. I'll do this. I've been here before. They can't rush us on the stairs. Shoot them before they get was soll ich tun? Ich bleib hier und helfe. Was soll ich tun? Was willst du? I'm going outside. Ja, dann schleudert ihn. Das macht mehr Spaß. I've got Rebecca. Here they come. So, also was kann ich hier draufhauen? So, also haut mal ab, ihr Penners! So, da, nimm das! Bam! Und du auch, bam! Und du auch, tschau! Und du kannst auch noch eins kriegen! Da hast du noch einen! So, jetzt haben wir das gleich hier erledigt. Ah, jetzt komm! Oh, jetzt kommt die hier rein, oder was? Jetzt mach dich nicht fertig. Ja. Was ist das hier? Was ist das? We need something heavy. Wir brauchen die Kanone. Die Kanone. Gib die Kanone. So, komm, Sarah. Du kannst helfen. Kannst du mal was tun hier? Hör mal, warum kann man die nicht abfeuern? Verdammt. Ja, komm, los. Schieb, sag ich. Das wird schnell. Ah, nein! What the fuck is going on out there? Jetzt bringt die ganze Bude zusammen hier, oder was? Duckhead! Jetzt ist er runtergefallen. Fuck, hurry! I can't hold on! Oh, nein! Fuck! Nimm meine Hand! Jane, save Sarah! Are you crazy? There's no way she's getting out of that. Pull me up! It's suicide! Just pull me up. We can't leave her without even trying. Just go. Sieh, Luke, sieh sie rauf, ich hol sie. Nein. Oh, die hilft dir, oder? So. Genau. Komm, lass mich doch helfen gehen jetzt. Was machst du denn da alle? Help me, I'm trying. You have to listen. Ja, ich will ja, die lassen mich ja nicht. Ja, vertrau Jane. Ach, fuck! Nein! Hat recht! I'm so sorry, Clem. We tried. It just wasn't enough. Ich weiß, du wolltest... Ich habe recht gedacht, dass du... Ja, danke. It wasn't your fault. Das war verdammt mutig. Oh, shit.
They're climbing das war up. Verdammt what? Mutig von ihr. Was? Does this shit ever end? Ja. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Oh, hab mich sehr gefreut, dass ihr hier auch wieder dabei wart in dieser Folge. Wenn ihr mögt, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.